Okay. Sachen verkaufen? Die Handelsaufsicht betreibt hier bei mir einen Verkaufsautomaten. An der Seite, nahe der Rampe. Okay. Außerdem gibt's da noch Jamison Mercantile, falls du gern ein bisschen Auswahl hättest. Den Laden findest du hinter dem Security Checkpoint. Und Crewmitglieder? Ich würde es mal mit Viewport probieren. Findest du links auf der Plaza. Alles klar. Okay. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal ganz kurz uns hier ein bisschen um. Hier ist dieses Ship Service. Hier ist Trading, oder? Handelsaufsicht Automat. Hier kann man, und das finde ich halt echt cool, du kannst direkt nach dem Landen einfach traden. Und zwar zumindest aus dem eigenen Inventar wahrscheinlich. Das ist mein Inventar. So, jetzt müssen wir mal was hier verkaufen. Wir machen mal alles. Wir haben 42 Kartuschen. Das ist die Anzahl, ne? Weiß nicht, wozu das gut ist. Das ist das Problem. Munition, ne? Aber die bringen auch nicht viel Geld. Die sind ganz, ganz wenig wert. Hüllenlos, das ist alles Munition hier. Piratencharge habe ich an. Argon kann ich verkaufen. Das ist alles nicht viel wert, wie ihr seht. Ne? Das ist nicht so sinnvoll, das zu verkaufen. Eon, das ist die Pistole. Gewebe, Nährstoff, Grendel. Piratenangriffshelm. Das ist aber auch ganz cool. Den verkaufe ich jetzt mal. Den hier auch. Mal ein bisschen was loswerden. Waffe, Medipack habe ich auch einige. Will ich irgendwo die Anzahl? Aber das ist ja bloß die Nummerierung hier. Outfit. Ich habe jetzt so eine Minenkleidung an. Oh, die behalte ich mal. Messer. Und mal eins ruhig verkaufen. Schrotflintenpatrone. So, das ist diese Laserpistole, die behalte ich auf jeden Fall. Splittermine behalte ich auch. Das ist ein... irgend so ein Medic Pen quasi. Um das zu verbessern. Und dann die seltenen Sachen. Am Ende wird wahrscheinlich die ganzen weißen Sachen bei den Klamotten ja loswerden. Und jetzt haben wir hier diese beiden Rüstungen. Der ist optimiert, der ist ein bisschen besser. Ne, warte mal. Doch, der ist besser. Verkaufen wir den. Oh, und hier ist ein... guck mal, da können wir es doch noch verkaufen, das Messer. Noch kurz Waffen. Messer. Das kann weg. Das haben wir ja jetzt hier. Ja. So, aber ich kann auch aus dem Schiffsinventar verkaufen, hier mit Q. Und da kann ich jetzt hier irgendwie, ja, Schiffsteile verkaufen. Zum Reparieren von Hüllenschäden braucht man die. Okay. Schmierstoff. Aber die sind gut was wert. 1000 Tacken. Behalt mal ein paar. Brauche ich bestimmt normal. Schmierstoff, nicht so viel wert. Austenitverteiler. Okay, brauche ich dann zum Craften. So, wo ich es nicht rausverkaufen kann, ist mein kleiner klappriger Freund hier. Captain, die Constellation war. Wie kann ich ja, dienen? Gib mir mal all meinen Kram. Ich würde gerne alles jetzt haben. Und dann können wir nämlich verkaufen. Alles in mein Inventar rein. Ach, alles nehmen. Alles nehmen. Jetzt bin ich mal kurz überladen. Hey, wie kann ich dir helfen? So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt ziehe ich mir mal ein paar schickere Sachen an. Bei der Gelegenheit. Und zwar Anzug. Da haben wir jetzt den hier an, ne? Der ist auch, glaube ich, relativ gut. Die anderen können also verkauft werden. So, Waffen. Da haben wir jetzt die Pistole. Ich habe jetzt die Eon. Die macht, wie ist denn das, Schaden? 7 Schuss, Distanz, Masse, Wert, Munition. Das ist der Schaden, ne? Physische Schaden 10. Und die hat auch 10, aber Energieschaden. Mehr Munition. Mehr Masse, wiegt also auch mehr. Boah, ich weiß nicht, soll ich die behalten? Der One Punch gibt's doch gar nicht, ne? Ich leg die mal an hier. Nicht die Eon, sondern die sollst. Und dann mache ich die jetzt einfach mal Favorit auf
und 4. So. Zerlegend. Zerlegend. 20% Schaden bei Robotern. Ah. Okay, okay, okay. Und die Axt kommt dahin. Favorit. Wie kann ich den Favorit löschen? Rechtsklick? Weiß es nicht. Favorit löschen. Ablegen. Mit R. Ich einfach auf dieselbe Taste legen. Ah, auf dieselbe Taste legen. Okay. Ja, dann geht's. Okay. Ja. Pistole, das. Und dann haben wir noch Gerendel auf der 3. So. Ja, ich denke, das ist okay so. Die Zahl ist die Menge. Ja, ja. Ich weiß. So, und jetzt verkaufen wir hier. Und zwar verkaufen wir jetzt das hier. Auch nicht mehr. Rucksäcke kann auch weg. Ach nee, warte mal, scheiße. Verkaufen wollte ich ja. Nein. Die kann weg. Dann können wir hier mal alle verkaufen, bis auf eine. Hier auch. So. So. Ja, das ist ganz geil. So. Munition, lassen wir mal. Anzüge. Da kommt jetzt im Prinzip der hier weg und der hier weg. Rucksäcke. Bin eigentlich auch weg, ne? Alles doppelt und dreifach hier. Mal den hier weg. Helme. Piratenhelm. So, weg. Kleidung behalten wir. Okay. Und jetzt ziehe ich meinen anderen Rucksack wieder an. Das ist noch ein bisschen kompliziert, aber ich denke, da kommen wir auch ganz gut rein. Rucksack ausrüsten. So, okidoki. Soweit klar. Ja, man muss sich halt ein bisschen reinfitzen, das ist immer so. Ah, jetzt geht's Jetpack. Jetzt funktioniert's. Wenn auch nur kurz. Aber das reicht ja. Dieser sinnlose Angriff auf eine Forschungsanlage der United Colonies wird Folgen haben. Wir weisen dir die neuen Aufgaben so bald wie möglich zu. Ja, würde ich sagen, willkommen in New Atlantis. Willkommen, genau, Security Checkpoint. You will be scanned. Okay, also wir scannen uns hier einmal. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Ja. Bitte weitergehen. Ja, ich gehe schon. Aber sieht schön lebendig aus. Da laufen viele NPCs rum, tragen ihre Köfferchen. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Ja, muss echt aufpassen, ne? Wenn du Kopfgeld auf dich hast. Was gibt's hier? Ein Bürger. Hey, du Bürger. Wie geht's dir? Gut. Hey. Ich bin beschäftigt. Ja, ja. Ganz viele Bürger. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ich will nie woanders leben. Hat der für einen Hut auf? Schönen Tag noch. Alle sehr beschäftigt, ja, ja. Hey. Aber sieht trotzdem sehr schön aus, gefällt mir. Ist halt so, wie man das erwartet bei solchen Open Worlds. Aber es sind richtig viele NPCs. Also da kann man jetzt keinen Vorwurf machen, ne? Es ist sehr, sehr belebt alles. Keiner steht in T-Pose. Oh, und da ist hier der Metro-Loop, oder wie das hier heißt. Das ist hier New Atlantis Transit. Aha.
Okay, das kenne ich irgendwo her. Öffnen. Wie jetzt hier aus? Wohndistrikt, Geschäftsmarktdistrikt, Mastdistrikt. Ich würde gerne mal kurz die anderen angucken, bevor wir jetzt die Quest weitermachen. Haben wir so aus Spaß? Niemand steht auf Bänken? Ja. Richtig. Das ist doch kein MMORPG-Spiel. Ja, ich weiß. So, das ist der Wohndistrikt. Ah ja, Pioneer Tower, Reliant Medical und Apollo Tower. Warum sind das alles drei Raumschiffe von Star Citizen? Im Unterdeck fällt ständig der Strom aus. Das Mast hat endlich jemanden geschickt, aber es hat nicht geholfen. Das tut mir leid. Dankeschön, Coolhand, für 5 Abos an Xux, Serkant4, Anil, Silvering und Hyperspace Elch. Dankeschön. Also, wir müssen nur umgucken hier, weißt du? Was gibt's denn hier Schönes? Ganz viele Bürger, hier ist ein Spielplatz. Oh, schön, kann ich hier spielen? Ah, klettern. Also, ihr seht, man kann auf jeden Fall überall, wo Kanten sind, hochklettern. Okay, da oben ist Glas. Das ist ja auch immer so eine Sache. Hängst du irgendwo dran fest oder kannst du wirklich auch klettern? Hier gibt's Essen, hier gibt's Chunks. Geil, viereckige Burger. Willkommen bei Chunks. Bitte wähle deine Chunks. Ganz schön teuer. Cheese Day, Cola. Okay. Also hier gibt's Essen und Trinken zu kaufen. Essensautomat. Kann man hier einfach looten? Ich lasse es mal lieber. Ich habe da Angst. Das ist schon aber ein bisschen eklig, ne? Wenn die hier so alles in so Würfel packen. So hier schleimigen, glitschigen Würfel. Ja, Würfel-Cola gibt's auch. Genau. Danke für deinen Besuch bei Chunks. Gerne doch. Welche Chunks hättest du gerne? Keine. Ja, hier ist ein Klamottenladen. Hey. Hey. Ich find's so schön, dass die auf dich reagieren. Ah ja, Pioneer Tower. Mhm. Angeblich sind die Starware-Updates hier. Pioneer Tower. Ah, hier gibt's eine Bar. Hallo Barkeeper. Mein Freund Vasco und ich wollen gerne einen Schnaps. Man sieht auch oben an dem Symbol, an diesem roten, das scheint dann wohl Clown zu sein. Die Frage ist, wie kriege ich denn hier was? Auf jeden Fall ein Restaurant. Ron's Roost heißt das Restaurant, ne? Ich sollte weniger trinken. Bin keine 20 mehr. Kommt das erst noch? Also der Barkeeper reagiert auf jeden Fall nicht auf mich. Hey, sieh! Hoffentlich genießt du deinen Aufenthalt in New Atlantis. Unsere Gerichte sind einzigartig. Hm. Etwas Vergleichbares findet man nirgendwo sonst. Das nur im Roost. Das sagen sie alle. Selbstverständlich. Okay. Hier gibt's Essen und Trinken. Baguette. Chandard, Caponnet, Sauvignon. Oder so. Also irgendwelche Weine. Hier so ein Würfel, ein Würfelwein. Den würde ich aber gerne mal reinpfeifen. Oh, sieht gar nicht schlecht aus hier. Clubsteak, Wellington, Leberpastete, Panaké, Pflaumen, Sekt, Reserve, Wasserauster, naja. Und Käfer mit Sahne. Okay, die will ich haben. Ich würde gerne Käfer mit Sahne haben. So. Untersuchen. Okay. Gut. Frage. Hier sieht es ganz schön teuer aus. Im Dawn's Roost gibt es nur beste Qualität. Von den Zutaten bis zum Dekor. Wir scheuen keine Kosten. Wer unsere Küche einmal probiert hat, der kann bezeugen, dass es sich lohnt. Ja. Ja, vor allem schönen 740 Tag, Credits. Das müssen ganz besondere Kakerlaken sein. Was ist denn das? Inventar. Hilfe. Wie hieß das gerade nochmal? Hier, guck mal, eine Kartoffel. Nom 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 nom. Die esse ich gleich mal roh. Hier. Was macht denn das? Regeneriert 12 Gesundheit. Für 740 Credits. Okay.
Ich glaube, 12 Gesundheit ist nicht sehr viel. Wobei. Wobei, ist doch viel, ne? Wenn es vergleicht mit dem Fleisch im Sack. 2. Verbände bringen 40, na gut. Rahmen bringt 4. Also es ist gar nicht mal so, es ist gar nicht mal so wenig tatsächlich. Ist eine Delikatesse. Ja, ja, aber die bringt auch wirklich gut Gesundheit. Sehr gesund, diese kleinen Käfer. Okay. Gibt es einen Fahrstuhl oder was? Nee. Das war's hier. Ich will ein bisschen umgucken hier. Was wir noch Feines haben an Läden. Apollo Tower ist dort. Und hier haben wir... Wie heißt das? Mercury Tower. Diese Namen kommen mir alle so bekannt vor. Definitiv besser als der letzte Interceptor. Aber warum haben Oh, ein Fahrstuhl. Ob der funktioniert. Aktivieren. Oh. Schade, darf ich nicht hin. Fahrstuhl ist kaputt. Dankeschön, Garfield. Vielen Dank. Aber ohne, aber, also jetzt mal ganz ohne Mist, ne? Ich will, also mal abgesehen vielleicht von Chunks, ne? Aber wenn ihr euch mal überlegt, wie die heißen, Apollo Tower, Mercury Tower, Centaurian Arsenal, okay. Das ist bestimmt ein Waffenladen. Hier gibt's Knarren. Und einen Saugroboter. Nee, einen Sanitär-Minibot. Hallo. Aktivieren. Heilt er mich? Er ist ja süß. So. Also hier gibt's Waffen. Mal gucken, was die kosten. Alleine, dass du durch diese Tür gekommen bist, zeigt schon dein gutes Urteilsvermögen. Das gefällt mir. Mir auch. Herzlich willkommen bei Centaurian Arsenal. Ich helfe sehr gerne dabei, dir ein schönes Einkaufserlebnis zu bieten. Der Umtausch ist ausgeschlossen, aber du bist mit deinem Einkauf sicher ohnehin zufrieden. Darauf gebe ich dir mein Wort. Du nimmst die Sache ziemlich ernst. Wundert dich das? Wir reden schließlich von Situationen, in denen es um Leben und Tod gehen kann. Und? Nun ja, das ist eine schwierige Frage, nicht wahr? Kommt darauf an, wer fragt. Ich habe meine Favoriten, aber ich maße mir nicht an, auch deine zu kennen. Angenommen, du befindest dich in der misslichen Lage, eine Waffe einsetzen zu müssen. Was liegt dir am meisten? Intim und persönlich aus der Nähe? Schnelle Feuerrate? Ist Präzision ein Faktor? Ja. Ich, das war nur eine Frage. Ich bleib wirklich wieder auf Abstand tatsächlich. Und Team, intim und persönlich trifft es perfekt. Ah, das ist eine gute Antwort. Dann darf ich dir unsere hochwertigen Klingenoptionen ans Herz legen. Leise, diskret und äußerst effektiv. Aber ist eine schöne Immersion, was sie gemacht haben. Also es ist nicht nur ein plumper Händler, sondern die hat wirklich ein paar Interaktionen. Das gefällt mir. So, mal gucken, was er hat. Sieh dich in Ruhe um. Mal schauen, was sie hat. Waffen. So. Oh, cooles Gewehr. Eine zweiläufige, hä? Huh? Nett. Rattler. Was haben wir hier noch? Sieht aus wie ein Selfie-Stick, der schießen kann. Danke, Seti. Danke. Und danke für die Follows. Grendel, Grendel. Lichtbogenschweißer. Auch geil. Malstrom, Malstrom. Ah ja, hier mit einem anderen Zielfernrohr, auch schön. Schalldämpfer Eon, Schalldämpfer Ma- Oh, das ist auch cool. Aber kein Sniper, ne? Naja, mach mal später. Ich weiß noch nicht, was ich wirklich brauche an Waffen. Und ich finde die, die ich habe, gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Von daher. Aber interessant, oder? Dass sie diesen Waffenladen instanziert haben. Das finde ich interessant. So, dann haben wir hier den Apollo Tower. Was gibt's denn da? Schönes Fahrstuhl. Apollo. Wie schön. Aber zu teuer. Der geht bestimmt nicht, ne? Ja, Wohnungen, alles klar.
Gut, wir machen mal jetzt die Main Story weiter, würde ich vorschlagen, dass wir hier erstmal ein bisschen weiterkommen auch. Ich denke, vieles wird sich in der Zeit auch einfach dann ergeben, wenn ich dann eh hinschicken. Nicht zu viel vorgreifen, ne? So. Ja, komm, wir gehen zum Must District. So. Okay. Freue mich riesig, später Toni zu sehen. Aber es ist schön, lebendig. Das muss ich nochmal loben. Das gefällt mir immer. Wenn da viele NPCs rumlaufen, die ein bisschen quatschen, dich auch bemerken, auf dich reagieren und nicht so stumpf rumstehen. Das war so schade bei Hogwarts. Da waren die NPCs alle so, ja, Kulisse nur. Sind sie ja auch, aber hier merkst du es nicht so, ne? Wir müssen sie nur überzeugen, dass Präsidentin Avejo nicht wie ihre Vorgänger ist. Die erzählen ihre Geschichten. Dass die UC nicht mehr feindselig sind. Muss Radcliffe überhaupt involviert werden? Auch cool gemacht. Das Präsidenten sind Diplomaten Abeo und die reden halt über Politik. Das gefällt mir. Also das sind so schöne Sachen. Oh, hier in der Feuerstelle. Oh, und ein Security-Roboter. Natürlich. Ich klaue auch nicht diese Blumen hier. Versprochen. So, was ist denn, wenn ich jetzt ins Feuer reingehe? Okay. Okay. Na, völlig HP. Okay. Ah, ist auch wichtig. So. Wir sollen wohin? Dahin. Machen wir mal. Wie unerwartet. Naja, man muss ja mal testen, ne? Also Feuer macht Aua. Vögelchengeräusche hier oder Tierchengeräusche. Wir sind zwar in einer United Colonies Stadt, aber die Constellation ist vollkommen neutral. War sie schon immer. Oh, gut gemacht. Tag. Ich wünschte, die Barkeeperinnen da wären wir. Würde aufhören, die Lose. Ort entdeckt. Die Tür sollte sich öffnen, wenn sie die Uhr daran halten, die Barrett ihnen gegeben hat. Ich habe die anderen Mitglieder der Constellation benachrichtigt. Sie warten drinnen auf uns. Also, die Uhr dran halten. Du hast wenig Gesundheit. Drücke 0, um ein Medipack zu verwenden. Du kannst Medipacks auch über Inventar. Okay. Erstmal die Uhr. So, dran halten. Und dann wird's entlockt. Ja, cool. Ja, ich kann mal die 0 drücken. Captain, es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind. Und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Ach, bitte. Aber ich würde gar kein Medipickers nutzen wollen. Ich muss mal nur kurz was schauen. Es geht irgendwie gerade nicht. Eventuell liegt das aber daran, dass ich nicht... Mal kurz. Das ist gar nicht die 0, das stimmt gar nicht. Das Medipack ist auf der 5. Sagt mir die 0. Vielleicht noch ein Federchen. Ja, mit 5 geht's nämlich. So, und dann können wir nämlich auch mal kurz was futtern. Noch eben die HP voll machen. Und zwar essen wir eine Orange. Schade, dass man hier nicht so eine HP. Doch, da sieht man die HP. Ah ja. Und Ramen essen wir noch. Schokohappen. Also das Zeug hier. Ah, und das hier auch. So. Hafer. Ein Apfel. Und dann sind wir, glaube ich, relativ gut mit der HP wieder dabei, ne? Wir sehen in den Sternen so viele verrückte Phänomene. Eine Theorie absolut unmöglich? Wenn ihr zwei nicht aufhört, erlasse ich ein Wettverbot. Ernsthaft. Wir haben wohl Besuch. Cool. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Weil... Genau, also erstmal will ich überhaupt wissen, wer ihr seid. Okay. Wir sind eine private Erkundungsorganisation. Primär erforschen wir das All, aber auch Anomalien in den besiedelten Systemen. Unsere Arbeit ist gefährlich.
Wenn also einer von uns nicht wie geplant auftaucht, dann haben wir natürlich Fragen. Apropos, wo ist Barrett? Also, die Sache ist die. Piratenangriff. Barrett habe ich gebeten, euch das Artefakt zu bringen. Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Walter. Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist er aber nicht. Er ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Eine sehr gute Frage. Ich will das Gleiche. Ja, ich sage das mal. Warum auch nicht, ne? Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Hört ihr das? Okay. Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben, Cottrell... Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Das ist es. Genau wie die anderen. Ja, passt dazu. Und wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Ah, mein Gott! Das ist es! Sie reagieren! Seht nur, wie sie sich zusammenfügen. Die Energie zwischen ihnen? So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines! Das beweist, dass... Atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cottry? Die Wette gilt, Walter. Tja, wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Schön. Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Ich... warte mal, also, genau, ich soll euch beitreten, was genau würde das bedeuten? Wir haben uns alle der Erkundung des Alls verschrieben. Auch wenn die Menschheit sich zwischen den Sternen niedergelassen hat, müssen wir weiter das Unbekannte erforschen. Ansonsten wird nur erwartet, dass du dein eigenes Urteilsvermögen nutzt, wie wir alle. Okay, und was wisst ihr über die Artefakte, was sind sie? Allein für sich sind sie nur seltsame Metallbrocken. Eine weitere Merkwürdigkeit aus den Weiten des Alls. Aber was sie sind? Was sie ergeben? Tja, du darfst jetzt helfen, dieses Rätsel zu lösen. Ja, okay. Ich bin dabei. Wie geht's weiter? Komm ruhig erstmal an. Ja. Stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Gleiche Köpfe im Ding. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Hm. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. Okay. Also wir sind jetzt Stufe 3. Wir sind der Constellation quasi beigetreten. Wir haben eine Schlüssel bekommen für die Loge. Neue Mission und einen neuen Rucksack. Pass auf, wir sollen erstmal ganz kurz vielleicht uns auch mal umequippen. Ich weiß nicht, gibt es das irgendwie als Schnell-Equipment-Möglichkeit? Also ich kann mich jetzt hier so anziehen. Kleidung. Wir haben hier Argos, Minenkleidung, Bar, Space Trucker. Ja, Space Trucker finde ich gut. Sieht eigentlich ganz ordentlich aus, ne? So. Wir haben einen Rucksack bekommen. Constellation. Ah ja. Und der ist jetzt um einiges besser? Oder was ist mit dem? Einfaches Boost Pack.
Energieschaden. Ja, gut, der ist aber ist auch nicht selten, ne? Der wiegt mehr. Hat Thermal-Stats besser. Ich glaube, das ist egal, oder? Also die, das, was wir tragen können, wird sich dadurch nicht verändern. Aber ich finde, der sieht eigentlich ganz schick aus. Helm ist auch klar. Okay. So, jetzt sind wir erstmal normal wieder aus. Sprich mit Sarah. Ne, wir reden erstmal mit den anderen hier. Es herausfinden. Es ist ruhiger hier, seit Wladimir dauerhaft auf das Auge gezogen ist. So, Noel. Das war unglaublich, oder? Die Artefakte meine ich. Sorry, das ist sicher alles ein wenig überwältigend für dich. Wobei, ein wenig ist wohl ganz schön untertrieben. Ich bin Noel. Freut mich, dich kennenzulernen. Und danke, dass du uns das Artefakt gebracht hast. Gerne doch, gerne doch. Sarah hat was von dem Zimmer für mich erzählt. Du willst also eine Weile bleiben? Gut. Ich glaube, wir finden schon was für dich. Und auf dem Weg kann ich dich ein wenig rumführen. Das klingt gut. Also, die Bibliothek kennst du ja schon. Walter ist ziemlich stolz auf die Sammlung. Und Noel, aber Matteo hat nicht wenig dazu beigetragen. Die Gärten sind hier raus. Du hättest gerade mal ein wenig in Ruhe nachdenken also ist willst. Es mir wichtig, dass Betonung du dich hier liegt auf Ruhe. Meistens zumindest. Gehen wir rauf. Der Gründer der Constellation, Sebastian Banks, hat den Laden hier vor Jahrzehnten errichtet. Damals war das wichtig, doch mittlerweile kennt man uns in der Stadt kaum noch. Ich stehe zu Diensten, Captain. Ja, aber sieht echt cool aus, ne? Schön altmodisch gebaut hier. Cool gemacht. Aber irgendwie läuft die schneller als ich. Also nicht so schnell. Ja, schönes Holz, schöne Texturen, sieht gut aus. Hier ist die Küche. Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Das ist die Bar. Gewöhnlich ohne Bedienung. Also greif ruhig zu. In Maßen natürlich. Natürlich. Dann mal sehen, das Zimmer. Du hast Glück. Wir sind bereits fast voll, aber ein Zimmer gibt es noch für dich. Prima, dass hier so viel los ist. Hm. Unser quasi unsere kleine Wohnung hier zugewiesen, oder unser Zimmerchen. Mal sehen, wo man das braucht, zum Auslocken. Glaube ich nicht, aber vielleicht ist es irgendwie so eine Art Homespot, wo man so ein bisschen was lagern kann. Ein bisschen privates Zeug. Aber wir haben auch eigentlich das Schiffchen, ne? Naja, mal sehen. Aber größer okay, als gedacht. Hier schläfst du. Aufenthaltsraum auf der einen Seite, da ist es ruhig. Matteo ist auf der anderen, das ist vielleicht nicht so ruhig. Bestimmt hat Sarah für uns alle etwas geplant. Ich gehe lieber wieder zurück, will sie nicht zu lange warten lassen. Viel Spaß! Danke! Ja, cool. Zimmerchen hier. Schlafen. Okay, wir können also auch schlafen. Was ist, wenn ich das mache? Ah, dann kann ich jetzt hier selber einstellen, wie lange ich schlafen will. Für Tag-Nacht-Wechsel zum Beispiel. Also ich kann 50 Stunden... Also ich kann 24 Stunden durchschlafen quasi. Okay, auch krass. So. Was haben wir hier? Moby Dick. Das ist eine Anlehnung an Star Trek. Ja, Moby Dick hat immer Captain Picard, oder nicht immer gelesen, aber er hatte es auf jeden Fall, kannte er das. Nennt mich Ismael vor ein paar Jahren. Wie viele es genau waren, tut nichts zur Sache. Hatte ich kaum noch Geld in Tasche und außerdem nichts, was mich zu Lande besonders interessiert hätte. Also dachte ich mir, warum fahre ich nicht ein bisschen zur See, um mir die Meere der Welt anzusehen. So beginnt Malviks klassische Geschichte über Rache und Besessenheit. Insgesamt 341 Seiten. Okay. Große Erwartungen. Kapitel 1. Große Erwartungen. Da der Nachname meines Vaters Pirip und mein Taufname Philipp war, konnte meine kindliche Zunge aus beiden Namen nichts Längeres oder Bedeutsameres machen als Pip. Also nannte ich mich Pip und so wurde ich dann auch von den anderen Pip genannt. Okay, Charles Dickens 13. Roman ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Sie erzählt von einem weisen Jungen namens Pip, der sich in der Welt seiner Mitmenschen wie der exzentrischen Miss Havisham zurechtfinden muss. Okay, alles klar. Tablett haben wir hier, okidoki. Ein bisschen Wein. Leichter Weißwein von Chandra Vineyards mit Aromen von Geißblatt und Birne. Gibt ein bisschen
Oh, Überzeugungschancen für 5 Minuten. Nehmen wir mal mit hier. Eiskübel, Tumbler, Pflanzen und Co. Jojo. Ein Lager, siehst du, können wir noch was lagern. Hier haben wir ein Uhrengehäuse. Mitnehmen. Papiertücher. Ja, das ist doch ganz cool gemacht hier. Hier wohnen dann quasi die anderen. Komme ich da rein? Oh, da ist Loot. Entsperren, unzugänglich. Ein Waffenkoffer. Ja, ich beklaue die aber jetzt hier nicht. Ah, wobei ein Fernglas. Guck mal, es ist kein Diebstahl. Ein Fernglas kann man wirklich mal gut gebrauchen. Hier ist ein schönes Modell vom Raumschiff. Und ein Schiffsmodell von einem Seefahrtschiff. Ja, das ist, es ist hier, glaube ich, viel Star Trek auch reingeflossen an vielen, vielen Stellen. Das ist schon ganz cool. Hier ist ein Lagerhaus. Okay, gehen wir wieder zurück. Knebel der Sniffler. Naja, was? Guck mal, hier geht's auch noch Essen. Löffel, Dinnerteller. Aber gab es nicht noch Essen? Irgendwo war noch zu futtern hier am Start. Martini-Glas. Ich glaube, ich kann mich hier bedienen, ne? Oder mach. Ah, Kochstation. Ich kann mir selber was kochen. Aber das kann ich dann noch nicht machen, weil ich dafür nicht die Ressourcen habe oder es nicht gelernt habe, ne? Ja, da rechts steht immer was brauchen. Fasern. Okay. So. Ja, wunderbar. Da haben wir das auch schon mal gelernt. Hier gibt's einfach zu viel zu tun, weißt du? Ich kenne dich zu gut, um das zu glauben. Du planst irgendwas, das merke ich. Also schön. Okay. Angeblich existiert die Zahnreliquie des Buddha noch. Ich will rausfinden, ob an dem Gerücht was dran ist. Ha! Ich wusste es. Na dann, viel Glück. Es ist natürlich alles ganz großartig, aber die Geschäftswelt war interessant. Echt unter Druck, oder? Aber das wir dürfen keine Fehler machen. Ist aufregend. Ja, ja, schön durcheinander reden. Der Angel Volkoff hat was Wichtiges gepostet. Wichtige Info, die Microsoft-Version von Xbox dürfte ein Play-Anywhere-Version sein, die auf Xbox wie PC funktioniert. Zumindest lässt das Infos aus den Shopseite von Microsoft Store Game Pass so verstehen. Das kann sein. Ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, aber das ist immer gut möglich. Hier ist eine Geige. Ah, schade, ich kann die nicht nehmen. So, ihr, dann erzähl mal eure Geschichten hier. Matteo, warte mal, ich kann mich hier hinsetzen? Frag, wenn du Fragen hast. Sag's, wenn du Ideen hast. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Wichtiger okay. Hinweis. Ja? Man kann von jedem hier etwas lernen. Ja, auch von dem Kind. Dann rede ich erstmal mit dem Kind. Hallo, Kind. Geht's dir gut? Ich weiß nicht, ob dich das überhaupt schon jemand gefragt hat. Nicht, dass du denkst, für uns zählen nur die Artefakte. Du bist auch wichtig. Dass du das Artefakt hergebracht hast, war gewaltig. Ich weiß. Ich bin Matteo. Ursprünglich Theologe, aber jetzt, tja, Entdecker wie du. Es ist wirklich schön, dass du bei uns bist. Ja, ich bin auch wichtig. Also, ich als Person bin ja hier auch sehr, sehr wichtig. Natürlich, klar, logisch. hinsetzen mit E, ich weiß, aber es ging nicht. Die war schon blockiert, die Couch. Die Artefakte kamen alle aus Höhlen? Fragezeichen. Das zweite stammt von Kasal. Vergraben, genau wie deines. Aber das erste? Das lag jahrelang direkt vor unserer Nase. Im Lager, als übergroßer Briefbeschwerer getarnt. Verrückt, oder? Die wohl größte Entdeckung der Menschheitsgeschichte verstaubte einfach. Unfassbar. Dankeschön, Reinecke, für Witz. Weißt du von der Vision, die ich gesehen habe? Ich will nicht lügen. Ich hätte das wirklich gern selbst gesehen. Ist sonst schwer einzuschätzen. Du und Barrett, ihr habt beide etwas gesehen. Das war bestimmt kein Zufall. Hattest du das Gefühl, sie will dir etwas mitteilen? Nicht unbedingt wie eine göttliche Offenbarung, aber vielleicht sowas Ähnliches? Das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß nur, dass ich sowas noch nie erlebt habe. Das ist, glaube ich, am passendsten. Das deckt sich mit allem, was diese Artefakte sonst betrifft. Alles hängt zusammen. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen. Wir brauchen mehr Daten, sprich mehr Artefakte. Okay. Und wie bist du zur Constellation gekommen? Naja, es gab Überlappungen, was unsere Interessen angeht. Ich hatte jahrelang nach religiösen Relikten gesucht.
Ich hatte etwas Unglaubliches entdeckt und an einen gierigen Konzern verloren. Also habe ich versucht, es zurückzustehlen und bin dabei Walter begegnet. Dem gehörte der Konzern zufällig. Wir haben gemerkt, dass wir viel gemeinsam haben und er hat mich in die Constellation eingeladen. Okay, also ein bisschen random also auch. Pass auf dich auf! Ja. Nun ja, die Station im Orbit hat sich inzwischen mehr als amortisiert. Naja, dich Space Miner zu nennen, war vielleicht ein bisschen gemein. Wann warst du das letzte Mal oben bei Wladimir? Ich wurde so schnell beleidigt. Das entschuldigt es nicht. Meine Frustration gilt eher Barrett. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Sperenzien eine unserer Missionen gefährdet. Es ist nicht fair von mir, das an dir auszulassen, zumal er diesmal offenbar richtig entschieden hat. Also, fangen wir von vorne an, ja? Walter Stroud, CEO von Stroud Eklund, Mitglied der Constellation und oft ein alter Miesepeter. Willkommen an Bord. Ja, vielen Dank. Ich bin froh, hier zu sein, genau. Ach, übrigens bietet die Loge neben Unterkünften auch eine Fülle an Mod- und Forschungsequipment. Du kannst hier Raumanzüge anpassen, Pharmazeutika herstellen, außerirdische Substanzen testen, einfach alles. Du kannst sogar Industrieteile für Großprojekte herstellen, sofern es dich nicht stört, auf einem nahen Planeten die nötigen Ressourcen zu schürfen. Ich bin ein großer Fan der Autarkie, also nutze unsere Werkzeuge, um alles herzustellen, was du brauchst. Aktivitäten aktualisieren, stelle ein Item her oder modifiziere es. Okay, so eine Nebenmission hier, sag ich mal, abgestaubt. Welche Rolle spielst du bei der Constellation? Ich? Oh, ich bin der Geldgeber. Irgendjemand muss das alles ja finanzieren und mein geschäftlicher Erfolg ist bedeutungslos, wenn ich ihn nicht nutze. Ich bin nicht so verwegen wie Miss Morgan oder so klug wie der junge Matteo, aber ich kann dafür sorgen, dass sie die nötigen Ressourcen haben. Und wie du gesehen hast, werden diese Ressourcen nicht vergeudet. Wir sind hier etwas Großem auf der Spur. Genau, also er ist quasi hier der Sugar Daddy. glaubst du, dass meine Vision eine Bedeutung hatte? Bis vor kurzem hätte ich sie noch abgestempelt als, ich weiß nicht, Halluzinationen. Doch jetzt ist es mir ein Rätsel. Ich nehme an, so etwas ist dir vorher noch nie passiert, oder? Nein. Noch nie. Das dachte ich mir. Barrett drückte es ähnlich aus, auf seine ganz eigene Weise. Die wissenschaftlichen Fragen überlasse ich Barrett oder auch Noel. Aber wir sind uns alle einig, dass hier etwas Ungewöhnliches vor sich geht. Das ist ehrlich gesagt das Aufregendste, was seit Jahren passiert ist. Okay, was ist Stroud Eklund für ein Unternehmen? Das wird nochmal interessant, wo er quasi der CEO ist. Was ist das eigentlich? Wir sind hauptsächlich als Schiffsbauer bekannt. Luxussegment. Wer das Beste will und es sich leisten kann, kauft bei Stroud Eklund. Leider bedeutet unser Erfolg, dass man manchmal Schiffsmodule von Stroud Eklund auf zwielichtigen Schiffen sieht. Sie sind ganz heiß darauf, die Schweine. Ich wollte die United Colonies überzeugen, dass wir da helfen können, aber sie sind mit der Deimos Sternenwerft verheiratet. Und die alten Haudegen hängen ihrer Glanzzeit nach. Okay. Auf Wiedersehen. Du hättest sicher nie gedacht, dass du in so etwas verwickelt wirst. Nee, wirklich nicht. Das stimmt. Ganz kurz mal. Ich werde es jetzt nicht groß thematisieren, weil wir jetzt Starfield spielen, aber wir haben in Star Citizen jetzt Freefly und vergünstigte Game Packages. Schauen wir uns morgen mal in Ruhe an. Weil die Frage öfters kam, das Spiel klappt relativ gut. Dafür, dass es jetzt noch, also das ist wieder der Pressezugang, dafür muss ich sagen, relativ gut. Also quasi keine Bugs, keine Abstürze, nichts Gravierendes. Das Einzige, was komisch ist, ist die Synchro. Die ist ein bisschen, naja, ein bisschen komisch. Weiß nicht, wie das, warum das so ist, aber ich würde das nochmal gefixt mit dem Patch oder so. Die Synchro an sich ist nicht schlecht. Also die Stimmen sind gut, das ist gut gesprochen. Aber es passt halt nicht zur Mundbewegung. Und da ist, glaube ich, irgendein Bug drin.
Ich kann es euch aber nicht genau sagen, woran das jetzt hier liegt. Aber ich bin eigentlich bisher ganz zufrieden und wir quatschen uns gerade noch ein bisschen durch. Aber ich würde jetzt mal hier ein bisschen weitermachen. Hey. Hey. Und gucken, dass wir hier ein bisschen vorankommen im Spiel. Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Oder war noch was? Ich würde sagen, ich bin bereit. Let's go. Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Ich muss sagen, Dankeschön, Scheins, für ein Abo. Und Dankeschön, Reinecke, für eine Bits. Und Dankeschön, Halbitsch, für Wechsel von Prime auf Stufe 1. Dankeschön. Bin ganz schön aufgeregt, meine erste Mission. Rumrennerei zahlt sich oft nicht aus, wie erwartet. Andere Leute haben auch Artefakte? Das ist eine gute Frage. Wir müssen davon ausgehen, dass nicht nur wir über dieses Mysterium gestolpert sind. Mhm. Aber kaum jemand sucht im All nach dem Unbekannten. Sie suchen Welten, die sie besiedeln. Ressourcen, die sie abbauen. Territorien, die sie verteidigen können. Ein merkwürdiger Fels oder ein einziges seltsames Stück Metall würde ihnen nicht viel sagen. Deswegen besteht die Constellation, um diese Dinge zusammenzusetzen. Mhm. Okay. Ja, dann let's go. Mir ging es am Anfang genauso. Es liegt ein Kribbeln in der Luft, wenn man weiß, man steht vor einer Entdeckung. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Schaut, wir sind ein Team, bis wir Artefakt haben. Alleine? Nö, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn ihr mitkommt. Zahlt die mir eigentlich Gehalt? Gute Frage. Außer dem Schiff, dem Roboter und einer kostenlosen Wohnung, meinst du? Wir können gelegentlich ein paar Mittel verteilen. Und vor allem können wir dir einen ordentlichen Anzug besorgen. Wir sind Entdecker. Wir haben reichlich entsprechende Ausrüstung. Je mehr du mit uns arbeitest, desto mehr profitierst du davon. Klingt gut. Das, ich wollte mal fragen. Ich meine, aber gut hat sie reagiert. Dankeschön, Morbid Angel. So, okay, let's go. Wir müssen zum MEST, ins Vanguard Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Mhm. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen. Klar? Okay. Gut. Dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? Damit bin ich einverstanden. Genau, ein bisschen vorankommen in der Story. Mal ein bisschen alles entdecken, einen Überblick verschaffen über die ganzen Sachen. Okay. Kommt ihr jetzt mit? Nee, ne? Kann ich eigentlich hier rausgehen? Ich will nur mal diesen Garten hier sehen. Oder, ja, Wintergarten eher. Oh, auch schön. Oh, das ist ein Stift. Und ein Sandwich. Meins. So. Ich hoffe, okay. Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ah, jetzt kommt sie. Komm, Mädel, wir müssen los. Wie viel Weltraum spielst du im Moment? Der Weltraum umfasst ja auch die Planeten und die Städte und das Gequatsche auf den Städten. Also insofern 100%. So, soll ich jetzt mit der reden? Wo soll ich jetzt? Nee, ich soll dahinter, ne? Die folgt mir wahrscheinlich einfach. Ja, sie folgt mir. Okay. Dann latschen wir da mal hoch. Siehst du den Wissenschaftler vor dem Mast? Starrt Bäume an, klingt besorgt. So schlimm kann die Sache nicht sein, oder? Nee, sehe ich gerade nicht. Ein Wissenschaftler meinten, ja. Wissenschaftler bei dem Baum? Warte mal. Irgendeine Mission hier. Wen meint er denn? Aber hier ist doch keiner. Wahrscheinlich weiter oben, ne? Dankeschön, Legendary. Astron Dark. Dankeschön. Hier nirgendwo ein. Cool, das ist eine riesige Brücke hier.
bin hier falsch. Ich muss runter, glaube ich, ne? Sarah, komm, wir müssen nochmal runter. Wir müssen hier da rein. Viel Blabla. Hey, das ist ein RPG. Natürlich hast du Blabla. Du sollst ja in die Welt reingezogen werden. Das ist ja der Sinn der Sache. Und das ist auch gut so. Wirst du in Squadron 42 übrigens auch haben. Eigentlich nicht ganz so viel, aber... Ja, die Gesellschaft. Mach nur mal eins weiter runter. Ja, Jetpack habe ich ja. Aber ich mache das mal ordentlich. Da ist übrigens das Krankenhaus. Reliant Medical, okay. Interessanter Name. Kommt mir so komisch bekannt vor. Ach, kann ich auch benutzen. Ach so. Ja, das ist so wirklich angenehm. Ah ja, und da muss ich rein zum Mast. Und da liegt es automatisch ab, wenn es nicht mehr braucht, ne? Ah, okay. Ich würde den Key gleich ziehen hier, den Xbox-Key, ja. Also macht doch fix mit. Und danach geht's in den Steam-Key. So, guten Tag. Freut mich. Wer ist das denn? Ich bin ich. Das neueste Constellation-Mitglied. Wir machen ein bisschen Basisarbeit zusammen. Haha, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Das ist eine gute Frage. Erstmal nicht. Vielleicht später. Okay, okay. Aber versuchen muss ich's, oder? Ich hab's auch noch nicht aufgegeben, dass Sarah vielleicht zurückkommt. Ist ein Spiel von uns. Er fragt, ich sage nein. Okay, passt auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Also das Sol-System, also unser Sternsystem ist auch hier drin. Dankeschön, Jada Kirk, für ein verschenktes Abo. Ja, wir reden mal mit ihm, genau. Im Sol-System gibt es viele Planeten, aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Na dann auf nach Cydonia, oder? Kannst du mir was über Cydonia sagen? Ja, nimm ein Malbuch mit. Du gewöhnst dich so an das Rot, dass du vergisst, wie blau und grün aussehen. Oh Gott. Alles klar, na dann auf dahin. Wo hat er denn die kühle Figur gefunden? Musst du ihn fragen, aber Vanguard-Freiwillige haben Bergungsrechte, wenn sie in einen Kampf geraten. Würde mich nicht wundern, wenn er es einem Piraten abgenommen hat oder so. So. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Ja. Die UC sind ein nützlicher Freund. Die alte Heimat. Okay. So. Und nun müssen wir da runter. Machen wir mal. Oder hat sie noch was zu sagen hier? Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Das Sol-System wird relativ wenig bereist. Okay. Das ist aber schon wirklich überraschend. Bis nachher. Ja, bis nachher. Wir gehen da mal hin, in das Sol-System. Sehr cool. Ich muss da ganz runter, machen wir mal. Die Augen sind cool. Die Grafik ist generell nett gemacht, ne? Ich bin da runter. Kann man mit dem Schiff Open World fliegen oder nur hin und her teleportieren? Nur teleportieren. Also, du kannst im Weltraum rumfliegen, das geht schon, aber du bist eigentlich nur am Teleportieren. Also, du hast Dogfights außerhalb, das gibt es schon, aber eigentlich bist du eher am Teleportieren. Also, wirklich frei fliegen eher nicht. Auf dem Planeten kannst du gar nicht fliegen, da kannst du nur runter per Animation und da rumlaufen dann.
Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der Nähe wird mir immer noch übel. Okay. Wir sollen jetzt dahinter. Wahrscheinlich wieder ins Schiffchen. Und es wird ja auch langsam dunkel, wie es scheint. Sonnenuntergang. Ach, diese Statue mochte ich schon immer. Schön, nicht? Ja. Was der Schöpfer wohl damit ausdrücken wollte? Er wollte ausdrücken, dass Wasser am besten von oben nach unten fließt. Da bin ich mir ganz sicher, das soll es darstellen. Ich bin nämlich Kunstkenner. Man kann auch einen Timeskip machen. Man kann sich ins Bett legen, schlafen, wie bei Gothic oder anderen RPGs, und kann dann entsprechend, die Zeit. Diplomatisches Visum? Das ist wohl witzig. Gesandte brauchen die Zeit, nach vorne drehen. Wir wüssten das zu schätzen. So, sprich mit Sergeant Yumi. Jetzt ziehen wir uns erstmal unsere Klamotten wieder an. Für den Weltraum. Meine Frage zwischendurch, was ist denn euch lieber? Also, ich weiß nicht, Third Person, da sieht man halt seinen Charakter. Oder lieber First Person. Was findet ihr denn besser bei dem Spiel bisher so? Ich habe immer so ein bisschen mal gewechselt, aber vor allem Third Person gemacht. Okay, geteilte Meinung. Ich würde es auch immer mal ein bisschen switchen, je nachdem, wo ich gerade bin. Ne? So. Geben wir sofort ab oder willst du noch warten? Wir können sofort ablegen, Sarah. Kein Problem. Machen wir die nächste Mission. Genug gequatscht hier. Performance ist fantastisch. Es ist butterweich. Ich habe die Frames nicht eingeblendet, aber es ist butterweich. Also es sind locker 90 oder 120 FPS. Ist überhaupt kein Problem. So, auf in den Space. Ja, das hat alles geskriptet. Also man kann nicht selber fliegen hier. Man wird rausgeflogen im Weltraum. Und oben kann man dann aber selber fliegen. Das geht. Also hier kann ich jetzt selber Gas geben und rumfliegen. Hier sind noch andere Schiffe. Oh, bin ich ausgestiegen, das wollte ich gar nicht. Man kann auch aussteigen im Weltraum. Auch gut zu wissen. Und kann hier Dinge tun. Zum Beispiel sich was zu essen machen oder auch schlafen. Ne? Geht alles. Also es kann alles hier, während man im Weltraum ist, tun.